Hey, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Stadium! Superball, letztes Mal erfolgreich absolviert. Der Hyperball steht auf dem Programm. Und ab jetzt habt ihr nur noch zwei Kämpfe pro Part. Weil jetzt werden die Gegner stärker. Und ich muss jetzt beginnt das taktische Element wieder. Und das ist mir auch aufgefallen, das hat euch beim Pokémon Cup auch mehr interessiert. Okay, von wegen, ein Bibo und Smetboard, ja. Also, was haben wir denn da Schönes? Ein bunter Haufen. Ein richtig bunter Haufen. Hm. Somit ist ja noch Gift-Pokémon. Okay, wie gehen wir hier vor? Pantimos ist gefährlich. Obwohl, ich könnte vielleicht mit Electric oder mit Raichu. Ich werde mit Raichu wieder mal was versuchen. Wir werden Nidoking mitnehmen für Ditto und das Arcani und Glurak für das Metmo und das Omot. Und bei Knuddeluff muss ich schauen. Schwierig. Ist es soweit. Das Pokémon-Turnier im Premium-Cup-Kategorie Hyperball. Genau, Hyperball beginnt. Spannungsgeladene Gefechte und Pokémon-Strategien erwarten uns. Der ist Spitzenklasse. Ja, auch wenn wir noch nicht in der Meisterball-Kategorie sind, aber hier erwartet ihr, oder erwarte ich schon, Kämpfe der Spitzenklasse. Ja, es reicht. Es reicht für das Madball. Danke, Raichu. Aber sowas von. Mal schauen, ob wir an die 15 Minuten überhaupt kommen. Oh, Arcani. Okay. Ihr könnt euch denken, was ich mit dem vorhab. Genau, ihn paralysieren. Aber das werden wir häufig, glaube ich, jetzt betreiben. Gegner paralysieren. In der Hoffnung, genau, dass es wirkt. Das war gut und wichtig. War aber natürlich mit Glück verbunden. Weil er kann, glaube ich, ein Erdbeben raushauen. Und das mag mein Reich schon bei Nidoking nicht besonders. Deswegen ich das einfach mal gemacht habe. Oh, Bodycheck, der kommt mir entgegen. Der geht aber daneben. Und wenn er meinen Donner jetzt normal trifft, dann reicht er auch nachher einen Rucksackhieb. Also die Attacke werden wir so gut wie nie einsetzen. Ja, irgendwann muss doch mal daneben gehen. Alles klar. Du gräbst dich in den Boden. Alles klar. Das Spiel können wir gerne betreiben. Das Spiel betreibe ich sogar gerne mit dir. Für Glurak. Der kann wohl kein Erdbeben. Sondern muss auf Schaufler zurückgreifen. Ja, natürlich. Schwertanz natürlich, weil jetzt haben wir vielleicht was Gutes. Agilität. Okay. Wir haben uns jetzt beide geboostet. Jetzt setze ich Fliegen ein. Vielleicht setze ich nochmal eine Agilität ein. Weil ich bin immer noch schneller durch die Paralyse. Ja, er setzt nochmal Agilität ein. Jetzt müsste er wieder. Jetzt müsste er schneller sein. Jetzt müsste er schneller sein. Also er fängt jetzt an. In der Theorie müsste er jetzt anfangen. Nein? Okay, die Paralyse sorgt dafür, dass er immer noch nicht schneller ist. Hätte ich jetzt gedacht. Hätte ich jetzt echt gedacht, weil zweimal Init, das ist eine Steigerung von 200%. Auf sein Init, wenn er kann, ist ja nicht langsam. Und 75. Ja, ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird. Auch du kriegst ein Fliegen ab. Ja, das wundert mich, dass der Kampf hier so einseitig ist. Scharispore, Blutsauger, Käferattacke. Nee, okay, ein Omot. Da erwarte ich eigentlich mehr eine Psychokinese oder eine Matschbombe oder was anderes, aber nicht ein Blutsauger. Sollte reichen. Weil das wirkt so wie ein Volltreffer. Durch den Schwertanz. Tschüss, Omot. Danke, Glurak. Also, erster Kampf dann doch sehr chillig gewonnen. Hab ich eigentlich schon schwerer. Gut, jetzt kann das Knuddeluff nicht. Das Knuddeluff war eigentlich das gefährlichste von allen.
Ja, Normal-Pokémon sind in der ersten Generation nicht zu unterschätzen. Deswegen, auf die müssen wir aufpassen. Runde 2 möge beginnen. Guck mal, was der jetzt für Pokémon hat. Okay, das ist ja Roussana mal 5-mal im Vorteil. Dann haben wir das Amoroso, da muss ich auch noch was haben für. Mit Nidoking treffe ich hier auch viele. Und selbst das Parasect ist hier nicht zu verachten. Parasect bisher noch kaum einen Auftritt gehabt. Wegen der schwachen Init. Aber die zweite Runde sehe ich ein bisschen relaxter als die erste. Das ist ja schon mal ein super Matchup. Na gut, ich konnte ja bis auf Amoroso nur gute Matchups bekommen mit Roussana. Deswegen Roussana auch das Pokémon, was ganz vorne steht. Weil der kann viel ausloggen. Ja, aber sowas von. Aber es überlebt. Und da kommt ein Schlammbad rüber. Von beiden. Das ist ein doppelter Angriff. Und es sieht ordentlich ab. Okay. Waren Giftattacken so besonders stark noch in der ersten Generation? Ich habe das nicht so auf dem Schirm. Dass es Mog so reinhauen kann. Der Quid war unnötig, unwichtig. Aber den nehme ich auch dankend an. Knutscher. Ja, genau. Oh, was könnten da kommen? Ich versuche das mal einzuschläfern. Der Angriff von Amoroso ist nämlich ohne. Es ist eingeschlafen. Und es schläft doch weiter. Gefällt mir. Naja, der Kampf ist grundsätzlich immer einseitig. Die nächste Psychogenese mag kommen, bitteschön. Gib's ihm! Ja, genau deswegen habe ich ihn einschläfern lassen. Mein Schiff lebt immer noch. Okay, dann haben wir das Matchup gewonnen. Also jetzt, wenn es gleich aufgeht, überlebt ja keine zwei Angriffe mehr. Weswegen du auch down bist. Und auswechseln wird er nicht. Weil was hat denn auf der Reservebank noch? Ja, aber zu spät. Da brauchen die nicht jubeln. Da braucht ihr nicht jubeln. Das Ding ist gegessen mit der nächsten Psychokinese. Wieder mal ein Volltreffer, der für dich unnötig war. Der kommt immer zur falschen Stelle und kommt am falschen Ort. Ja, das sehe ich genauso. Und was hat er da noch? Ein Onix. Das kriegt einen Eishieb ab. Ich denke jetzt mal, dass der Eishieb rechts ist. Der ist aber unten. Und hier kommt der Eishieb. Aber sowas von. Und der nächste, continue. Und dann ist der Part vorbei. Ein bisschen kürzer als gedacht. Das tut mir aber leid. Es ist so, sonst kann ich schlecht splitten. Deswegen, ich hoffe, euch hat der kurze Part hier trotzdem gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Stadium.